Neue Spielliste verfügbar, das ist doch eine Lüge, oder? Ja, hier ist nichts neu. Wobei der Lernbereich. Ich war noch gar nicht auf dem Schießplatz. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Stimmt, den gibt's ja auch schon seit ein paar Wochen. Den kann man ja jeden Operator nehmen. Aha. Um schon mal zu gucken, wie ist der Apparator so, wie fühlt er sich an, wie sind die Waffen so? Kann ich mit dem draufschießen dann auswählen, wie weit das Ding weg sein soll? Ist ja cool. Kann ich auch hier rüber? Oh Mann. Was kann man denn hier noch machen? Sind sie da? Ah, kann man testen, wie viel Schaden die Waffe auf welche Entfernung macht? 30 Lebenspunkte. 41. Das ist ja cool. Oh, eine Kniescheibe. 60? Hä? Achso, zweimal. Okay. Ist ja interessant, es macht gar keinen Unterschied, ob 30 Meter oder nah ran. Das sieht doch cool aus, diese Funken. Kopfschuss ist natürlich gleich Kopfschuss. Da gibt es einen Unterschied. Beim LMGE gibt es keinen Unterschied, ist ja cool. Die Waffe ist halt einfach geil. Achso, die kann auch noch laufen. Ach, der hockt jetzt. Achso. Was gibt's denn hier noch? Ah, hier ist zu. Ich würde gerne da hoch. Das ist ein anderes Stadion. Mhm. Okay. Mauspad richten. Es ist nicht groß, aber hält fast eine ganze LMG-Ladung aus. Im Dauerfeuer. Moment, mir fällt gerade ein. Ich sehe es gerade wieder. Option HUD. Das da aus. Okay. Okay, war nicht gut anfangen, Moment. Hä? Die haben doch was an dem Verhalten geändert beim Dauerfeuer. Bitte zurücksetzen. Kann man hier schnell nachladen? Bitte nicht mit dieser. Okay. Das ist effektiver. Aber schön, dass man die Möglichkeit hat, entweder die Nachladanimation zu sehen, weil man die einfach hier nochmal in Ruhe angucken will, aber man kann es auch ohne Animation einfach auffüllen. Sehr schön. Die haben definitiv was an der Streuung geändert. Das war doch sonst nicht so schwierig. Also Rückstoß ist nicht das Problem, das Ding streut ja beim Dauerfeuer. Das ist neu. Stand aber nicht im Update drin. Als ob ich so verziehen würde. Was ist eigentlich das? Das ist ein Typ, oder? Okay. Mach mal weg. Die haben was an der Streuung geändert. Boah. Der Rückstoß wäre ja kein Problem, wenn das Ding einfach stärker nach oben ziehen würde. Hat sich gefühlt nicht geändert, aber das Ding zappelt mir nach links, nach rechts.
Das Problem ist, das kann ich halt nicht kontrollieren, das nach links, nach rechts zappeln. Wenn der Rückstoß einfach größer wäre, wäre das kein Problem. Dann arbeitet man einfach mehr dagegen. Wie geht denn der Rückstoß? Nach oben rechts, oder? Moment, ich gehe mal genau auf die Linie. So. Hier nach oben links. Das Dauerfeuer haben sie auf jeden Fall geändert. Die Streuung dabei. Nee, der vierte Schuss. Der vierte Schuss, der geht einen Zacken nach oben, oder? Der vierte Schuss ist extrem abweichend. Das ist auffällig. Das haben sie auf jeden Fall geändert. Also, je mehr man sich schon damit auseinandersetzt, desto einfacher wird's. Hab jetzt noch gar nicht viel probiert, aber es wird schon zentraler und es liegt gar nicht mal zwingend an der Entfernung. Also auf die Entfernung haben sie auf jeden Fall was geändert. Bei aus nächster Nähe geht das noch wie gewohnt, das zu konzentrieren. Aber auf die Entfernung, das haben sie geändert. Bei 30 Metern wird es schwierig. Puh, nicht so einfach. Aber ich wollte eigentlich was ganz anderes ausprobieren, nämlich gucken, ob ich mit einem Mauspad ohne Absetzen, Zurücksetzen, Dauerfeuer kontrollieren kann. Ja, Mauspad reicht aus. Das ist wie lang? Ich habe ein echt kleines Mausbett, aber es reicht mir aus. Ich zücke gerade mal den Gliedermaßstab. Moment. Keine 16 cm. Oder keine 17 Fläche. Also das Ding ist schon größer, weil es eine Handballenauflage hat. Moment, das war ein scheiß Anfang. Hab mich verzogen. Das kam zustande, weil ich blöden Winkel hier an der Maus hatte. Kaum noch Munition, was ist denn hier los? Schießplatz gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt mache ich 10 Meter und gehe automatisch ein Stück weiter weg. 15. Sind das wirklich 10 Meter? Offenbar ja. Aber schön, dass man sich dann auch so nochmal die Zwischenmarke dann setzen kann mit jetzt 15 Meter. Aber auf die Großentfernung haben sie auf jeden Fall was geändert. Klar, dass das schwieriger ist, aber das war einfacher. Aber den Schießplatz finde ich echt super. Allen voran, dass man zum Beispiel testen kann, wie viel Schaden die Waffe auf welche Entfernung macht. Also allen voran beim LMGE, das wusste ich nicht. Ich stehe doch mal auf. 41. Moment, wie kann man denn einfach hier... Ich will nicht zum Menü, ich will bloß die Waffe wechseln. Geht das hier vielleicht irgendwo? Im Waffenschrank vielleicht? Wird doch jetzt nicht zum Ausrüstung wechseln. Der geht immer erst an. Stromsparend.
Okay. Ich will doch nicht immer erst, wenn ich Waffen wechseln will, ins Menü gehen. Das hätten sie auch hier machen können. Auch das Operator wechseln könnte man doch gleich hier machen. Entweder gibt es die Funktion noch irgendwo oder ich finde sie einfach gerade nicht. Zum Menü auf keinen Fall zum Desktop. Das wäre auf jeden Fall umständlich, wenn man das immer so machen müsste, um eine andere Waffe auszuprobieren. Schaut mal, jetzt ist hier die Karre für erneut spielen da. Stadionpool, da gibt es noch 3 und 4, da wollen wir auch hin. Die Waffe klingt auch cool, aber ich finde sie auch alles andere als schlechter, weil das LMGE ist unglaublich viel geiler. Ist ja ein ganz anderes Verhalten. Die Waffe geht ja richtig steil. Ganz anders als beim LMGE. Puh, also ungewohnt, klar, ich spiele sie ja auch praktisch nicht. Die hat einen massiven Linksdrang, die Waffe. Ein Linksdrall. Zappelt massiv und das schon bei 10 Meter Entfernung. Boah, das... Krass. Aber ich wollte eigentlich was anderes testen. Schaden will ich testen. 45er, genau, wie in der Beschreibung. Aber jetzt wird's interessant. Hier macht's bestimmt weniger, oder? Ja, massiv weniger. Also gut, 9 aber. Abends zählt auch noch 45. Okay. Oberschenkel. Aber das finde ich überraschend, wie die Waffe abgeht. Die hat einen massiven Linksdrall. Eigentlich komisch, oder? Ein LMG im Dauerfeuer verwenden sollte schwieriger sein als so eine Waffe. Und hier sollte man wirklich nur in Feuerstößen arbeiten. Naja. Tja, haben wir uns das auch mal angeguckt, wie es einfach stehen bleibt. Gut, hier gibt es eine Pausenfunktion, weil es halt nicht Mehrspieler, nicht der Mehrspielermodus ist. Aber dass man zum Operator wechseln hier... Hier gibt es keine Option, ne? Allgemein HUD, ne. Und der erst raus muss, das kann es doch nicht sein. Die könnten einfach hier beim Schrank... Ich würde es so machen, beim Schrank kann man Waffen wechseln und dann gibt es hier noch eine Umkleide und bei der Umkleide kann man den Operator wechseln. Hier kann man wiederum drauf, sehr interessant. Die erinnern mich an... Donald Duck als Maui Mallard. Da gibt's im zweiten Level solche Strohpuppen, die einen schlagen. Ist nicht nett. Na gut. Zum Menü. Ah, Schießplatz ist super. Könnte aber noch besser sein. Ne? Ausrüstung wechseln und... Ich muss auf jeden Fall was ändern. Hätte ich auch da einen kurzen Weg nehmen können. Und Apparat wechseln. Ach, hä? Okay. Schießplatzeinstellungen werden nicht übernommen. Rückstoß geht erst ein Stück nach rechts und dann massiv nach links. Klar.
dass der Rückstoß... Die Waffe ist ja auch etwas schwerer. Dann fällt es einem eher schwieriger, die Waffe einfach aufrecht zu halten. Aber dass die Waffe so massiv abgeht, das hätte ich nicht gedacht. Der Rückschuss ist ja massiv klein beim AK-12. Jetzt kann ich aber auch verstehen, gut, ich habe kein gutes Bild von der M762 heißt die, ne? Bei so von vor der Änderung, aber es gab ja eine dicke Änderung bei eben dieser Waffe, dass der Rückstoß massiv erhöht wurde. M762, genau. Aktiviert, okay. Keine Archiv, wo sind wir denn? Konsulat. Verteidigen, wo verteidigen wir denn im Archiv? Kapkan ist ja schon weg. darf ich auch auswählen? Danke. Das kann ich auch verstehen, warum mehr Leute das LMG spielen, weil die Waffe womöglich einfach massive Rückstoßerhöhung abbekommen hat. Ich weiß es nicht genau, aber ich meine das mal gelesen zu haben. Das Problem ist aber gar nicht mal zwingend der Rückstoß, daran kann man sich locker gewöhnen. Dass die Waffe so massiv nach oben links geht, also nach links, dieser Dall nach links, der ist schon störend. Auf den ersten Blick, wenn man das Ding noch nicht kennt und noch nicht gekommen ist. Aber ja, schaut euch mal die ersten Gehversuche mit dem LMGE meinerseits an. Als wir auf Turm die Waffe mal getestet haben, zerquetscht. Nein, die ist abgehauen. Da war das Rückstoßverhalten im Spiel nochmal ein komplett anderes. Du bist gerade an Drohnen vorbei. Standort des Biogefahrgutsbehälters unbekannt. Weiterhin absichern. Fantastisch, hab uns direkt an. Okay, mit uns. Hier bringt er zwei an. Wo bringt er denn seine Kapkan-Mine an? Sag mal, da oben ist auch keine, oder? Die Skorpion hat ja, also die von Ella hat ja auch massiven Rückstoß abbekommen. Finde ich bei Eva gar nicht so schlimm, aber gut, ich bin mit der Waffe auch recht. Mit der habe ich einen gewohnten Umgang. Kali haben sie. Ich habe in letzter Zeit ganz schön oft neben den Gegner geschossen. Wenn das der Gegner ist, habe ich oftmals so geschossen und dann irgendwie drumherum. Was mich ankotzt, dass man hier durchgucken kann. Haben das die ganzen Gegner immer nie gemacht? Offenbar ja. Oder haben die hier... Haben den Biogefahrgutbehälter aufgespürt. Scheiße. Aber hier stehen und gucken, das ist nicht so praktisch. Doppelt. Naja, kann man nicht mehr so gut hier durchgucken. Die Ecke ist schon cool hier mit eben genau dieser Ecke, aber da kann man gesehen werden. Jetzt nervt ihr diese Schranke, weil dadurch... kann ich die Gegner wieder nicht so gut wahrnehmen. Das Rot, dieser... Warte, schon mal massiv... Wo rennt die denn hin? Letzter verbleibender Gegner. Wo rennt die allen voran hin? So, Kali hat gerade geschossen, dann können wir rüber. Mission erfolgreich. LMGE von der Entfernung komplett unbeeindruckt ist, was den Schaden angeht, das finde ich ja schon cool. Das macht die Waffe ja noch besser als ohnehin schon. Aber mit der Streuung auf die Entfernung haben sie auf jeden Fall was getan. Meistens bewegen wir uns ja so im 10-20 Meter Bereich beim Dauerfeuer, aber... das war mir jetzt gänzlich neu. Selbst 20 Meter sind schon etwas knifflig geworden, so bis 10, 15 vielleicht, da hat sich nichts getan oder nur geringfügig was und dann 15 aufwärts, da haben sie das LMGE schon verändert in den letzten Wochen. Merkt man aber mal, wie mir das einfach nicht aufgefallen ist.
weil wir meistens auf anderen Entfernungen das LMGE einsetzen. Also im Dauerfeuer, klar. Ich sehe es halt schon kommen, das sage ich ja schon seit vielen Monaten. Das M762, das haben sie verändert. Dann haben mehr und mehr Spieler das LMGE gespielt und irgendwann wird Ubisoft sagen, oh, das LMGE, das spielen ganz viele Leute, dann müssen wir mal das LMGE schlechter machen. Immer dieses an den Waffen rumbasteln. Klar, wenn eine Waffe massiven Vorteil hat, meinetwegen, aber nicht ständig Waffen ändern. Hin und her und wieder zurück und wieder rüber und über. Und überhaupt, wenn sie halt nicht massiv übertrieben sind, auch wenn sie... Welche Waffe ist denn überhaupt übertrieben? Habe ich gar keinen... Okay, die Schrotflinten, die Kopfschussschrotflinten. Die Dartgeschoss, nee. Also an sich würde ich keine Waffe irgendwie im Spiel verändern. Zumindest keine abschwächen. Verstärken, dafür spiele ich halt nicht vielfältig genug. Aber es gibt ganz andere Baustellen. Schwarzer Spiegel und böses Auge nicht mehr zerbrechlich machen. Kapkan, Strom, ach, Kite haben sie ja. Immer wieder, wenn ich darf, wenn ich darf. Mann, ich darf nicht. Noch 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu deiner Position. Die Waffe klingt massiv cool, schießt aber auch ganz schön langsam. Ich so lange dieser Waffe gesträubt. Weil sie so langsam schießt, aber mittlerweile finde ich sie schon cool. Man muss halt besser treffen, ne? Da krümmelt jemand auf. Ja, Waffe schießt langsamer, dann muss halt der erste Schuss oder die ersten Schüsse sitzen. Wir sagen mal hallo, wehe, wir sterben jetzt. Ich hab gesagt, wehe, wir sterben jetzt. Wer war ja bewusst, dass sie da drin ist, deswegen wollte ich da auch reinfusen. Ging wohl schief. Die Drohnen bringen nicht so viel. Da unten ist eine. Die ist unten beim Klavier. Also im Gang. Am ehesten kommt hier noch jemand vorbei, aber auch nicht wirklich häufig, denke ich. Hat die gerade dagegen geboxt? Warum denn sowas? Warum setzt man für sowas ein Kairo ein? Oder zwei Kairos? Hat doch schon eine italienische Schrotflinte. Nee. Typ 89. Ich würde schon sagen, Schrotflinte und dann auf Kairo. Ist ja bloß Pappe. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Alle zu dir, mindestens zwei. Mathe! Ja. Oh, fast war sie die letzte. War aber nix. Kapkanmin, ob 8. Also habt ihr jetzt keine gesehen, aber die hängen hier halt irgendwo rum. Guck mal nach Minen. Guckt überhaupt nicht nach Minen, der Spieler. Mal einen Türraum, bevor du da durchgehst. Guck erst Türraum, bevor du da durchgehst. Oh Mann, er stirbt noch durch eine Kapkanmine. Eine bringt Finker um. Wenn ich so viel Leben aufbauen könnte. Pack wieder weg. Was war das denn jetzt? 26 Schuss am Tod. Blauer geht. Oh Mann. Hat wohl keinen Bock zu gewinnen.
den Standort des Biogefahrungsbehälters finden. Biogefahrgutbehälter. Der wäre, das ist eine Drohne. Ich glaube, das ist eine Drohne. Einsatz in 10 Sekunden. Boah, die waren gerade eben schon da, dann können sie nicht wieder dort sein. Einsatz in 5 Sekunden. Oh Mann. Wir sind beim Schalter. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. IQ schon fast tot. Weh, dass die mir los, ich spiele. Der ist hier nach oben, den hört man. Hat hoffentlich Schaden bekommen. Aua, es tat weh. Mina. Immerhin jemand auf Entfernung umgebracht. Ohne, na wobei, das war ein kleines anfängliches Dauerfeuer. Kämpft. Ah, um. Ich würde es gerne hoch pingen. Feindliche Aktivität. Ah, umkämpft. Bedrohung neutralisieren. Er liegt da rum, ne? Ja. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Der wurde von Battleye entfernt. Warum das denn jetzt? Welcher Spieler war denn das? Also, wen hatte der die beiden Runden zuvor aktiv? Ich meine, klar, man kann es durch Zurückspulen herausfinden, aber kann ich gerade nicht. Hier gibt's ein Kreuz, weil Überwachungsgerät, aber. Fadenkreuz, sage ich, Mittelpunkt. Finde ich bei Drohnen auch nützlich. Es geht ja alles schief, was wir markieren wollen. Da fällt schon jemand hoch. Ah, die sind auch wieder groß im Büro, okay. Dann bewahre ich mir jetzt Springen auf für, es wird gleich brenzlig. Käfer? Nö. Wo sind wir, Mann? Nur noch zu zweit? 10 Sekunden bis Einsatz. Wir haben gar nicht entdeckt. Noch 5 Sekunden. Ja, da ist eine Decke, das stimmt. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position.
Jetzt werde ich doch hier mal reingehen können, oder? Störsendemann, Herzschlagmann. Wer jetzt gammelt hier der Herzschlagmann? Ne, der wurde gerade woanders identifiziert. Wer hier gammelt der Störsendemann? Da wurde das Gerät von IQ von Herzschlagmann identifiziert. Letzter verbleibender Gegner. Christoph, der kommt hier die Treppe hoch. Der hat schnell seine Wiederholung umkämpft, okay. Seine Wiederholung weggedrückt, weil der muss ja in der Kamera gewesen sein. Die sind ja bloß zu zweit und der ist gestorben und war schon da oben drin. Das sind ja Störsender, Kacke. Wie bringe ich jetzt meinen Teamkollegen nicht um? Da ganz hinten ist er. Zündung! Meine Teamkollegen sind eher in der Nähe. Ich habe aber keinen von uns umgebracht. Ich hätte die Hoffnung, die bringt den Navi ja da liegt schneller um. Noch bevor die Streusprengsätze richtig aktiv werden. Also der Streusprengsatz und die Pucks. Keine Ahnung, wie man die im Detail nennt. Ich nenne die Pucks, weil die sehen aus wie Pucks. Hier, der hat gerade eben den Bereich, den Bio-Gefahrgutbehälter entdeckt. So, jetzt will ich aber eine Tüte. Ich war immerhin auf dem Schießstand. Mann. Achso, man muss jetzt zweimal drücken. Optionen. Bombe. Komm her, du. Na! Ah, jetzt ist die Kachel da. Warum war die vorhin nicht da? Ah, weil. Ich glaube, jetzt habe ich's. Die war jetzt die ganze Zeit nicht da, weil wir noch eine Spielliste, eben den Schießstand noch nicht angesehen haben. Das war noch die Empfehlung, die blieb so lange da, bis wir mal den Schießstand besucht haben. Finde ich aber auch seltsam, dass das so lange bleibt, bis man eben drauf war. Naja. Klar, Bio, Gefahrgutbehälter und die Geisel sind mit Frau Frost im Keller noch besser. So muss man halt zwei Räume bearbeiten. Aber ja, und allen voran bei Bomber ist das Durchgucken durchs Netz nicht gegeben. Das geht da einfach nicht gut. Also, gar nicht gut. Mal, er hat eine Nase. Scheiße, er hat eine Nase. Ich weiß, es geht anders. Es dauert nie so lange. Komisch, warum? Ich denke gerade nochmal über die letzte Runde nach. Warum waren die Störsender auf der anderen Seite? Die Bomben sichern. Das gibt auf den ersten Blick auch keinen Sinn. Denn am ehesten kommen die Gegner von da an, wo wir standen. Jetzt stehe ich im Weg rum. Jetzt macht er die Luke zu, hä? Drei oben zum Luke zu machen. Nee, macht sie nicht zu. Was macht er denn dann hier oben? Die Luke gemacht dazu. Oder? Nee, hat auch nicht. Die Bank wurde gesichert. Steht ja blöd rum. Gleich kommt Glässern und auf dem Weg nach unten wird er umgebracht. 10 Sekunden. Komischer Typ. Es bleiben 5 Sekunden. Haltet aus, wenn die eure Bomben entschärfen wollen. Wäre lustig, wenn Kalt der Erste wäre, der stirbt. Um die Ecke in der Matte platzieren. Und kommt rein. Oh, Matte, zu spät.
sieht man viel zu gut, aber ich bin es. Jetzt kommen die Gegner gleich an, ne? Ich will doch nicht. Oh oh. Candela, bin ich im Weg zurück? Ja, aber im Raum kam dann die Jing. Scheiße. Hätte in der Bucht bleiben sollen und nach hinten guckend dann schießen sollen, wenn jemand kommt. Komm, in die Matte. Da war die Matte doch, oder? Die war doch noch da. Schildträger. Dass man auf den Schild nicht pinkern und damit identifizieren kann, dass es Montagne ist. Das ist auch Quatsch. Sonst klickt man auf das Gerät des Operators und dann wird er identifiziert. Und das ist ja das. Ist ja die Spezialfähigkeit von Montagne. Der ausfahrbare Schild. Gleich ist Kite weg. Hinter was? Montagne. Montaigne? Ich sag nur Puzzle. Ein Gegner verbleibt. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Personal und VIP, sehr gut. Die Zugangssperren sehen aus. Auch interessant, wie das vergrößerte Feld, wenn man mit der Maus drüber geht, Maus over, wie das dann einfach die Schrift, die Überschrift verdeckt. Das hätte man auch schöner lösen können. Wobei für sowas sollte man jetzt nicht zwingend Energien verschwenden, lieber dafür dann das böse Auge und den schwarzen Spiegel wieder knopffest machen. Das wäre schön. Da wird schon zwischen den Bomben geöffnet, sehr schön. Gerät ist platziert. Die Gegner haben eine Bombe. Da steht schon eine Batterie, Britzen. Verteidigung entsprechend planen. Nein. Oh. Hat er jetzt gar nicht zugemacht? Doch, wir waren schon zu weit weg, deswegen klang es nicht mehr so, wie es klingen sollte. 5 Sekunden noch. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Oh Mann, geh weg. Ich hab doch keine Zeit. Jetzt wurde die Aktion nur wegen des Aufmachens da abgebrochen. Das haben sie. Ja, Mitchell bringt aber um, aber das ist nicht seine Schaufel, oder? Wieso ist denn hier noch zu? Ich dachte, die haben irgendwas aufgesprengt. Ist doch dödelig. Das Radio hat's überlebt. Ist jetzt nicht direkt jemand auf dem Flügel. Ich gehe trotzdem weg. Zugangssperre ausgelöst. Hat man gar nicht so richtig schön rumsen gehört, war viel zu weit weg. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert.
wenn Kaschte stirbt, müssen wir da rein. Wir sind noch zu dritt, der ist oben. Hoffentlich bringt das da oben sein was. Wenn jemand hinter uns ankommt, dann hören wir das. Jetzt kommt jemand an. Les lebt ja noch. Ist ja doof. Dann geht er jetzt aber nicht mehr auf den Flügel, dann haben wir hier Ruhe. Ich sitze auf den Trockenen. Bandit macht er auf. Macht doch wieder zu. Gerade jemand oben an, oder? Die Banner haben sie noch. Und den Glass. 15 Sekunden noch. So, jetzt kommen sie hier nicht mehr an, wo wir gerade zugemacht haben, weil das dauert zu lange. Aber leider kein C4 mehr, das würde ich jetzt ganz gerne schmeißen. Oh, da hockt er. Ah, da ist ja offen. Okay, da ist offen. Verstanden. Aua, Holz. Zeitlimit erreicht. Achtung, Kapkan. Taumelt. Und legt sich schlafen. Oh, 4 Mädels. Na dann, Zeit für etwas Krach. Da lädt jemand wieder besonders lang. Die haben auf jeden Fall keinen neuen. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Da unten im Keller war was. Da ist schon offen. Hallo. Das war nicht nett. Warden ist der vorletzte. 10 Sekunden bis Einsatz. Es bleibt bei. Nein, das ist ein Typ. 4 Mädels. Und entschärft sie. Sieht aus wie ein Typ, klingt wie ein Mädel. Nennt sich. Unbestimmt. Das ist ein Typ, so. Der Sense. Zum Aufmachen. Ich weiß, der hat eine zweite Ladung. Die bringt auch an. So ein Schwachsinn. Die Dinger sind halt dumm. Machen halt kaum auf. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Ich würde sagen, wir gucken mal, ob die Luke versteckt haben. Ich hab nichts mehr. Blockiere ihre Sicht. Ist da jemand? Ach, die sind im. Oh, auf dem Dachboden ist Aroni. Kein Abo nicht mehr, sehr schön. Da haben wir aber auch nicht geachtet, wenn die im Keller sind, dass jemand sich denken könnte, hey,
Wenn jemand zur Luke über uns will, dann gehe ich auf den Dachboden und bewache die von da. Das war gar nicht so doof. Okay, das wird noch eine weitere Runde geben, nehme ich mal an. Entschärfer wurde zurückgeholt. Dieses da durchgucken durch die Laserschranken, das ist so doof, wie ich finde. Wenn ich drüber nachdenke, auch doof, wenn man sagt, wie ich finde, meiner Meinung nach klingt besser, wie ich finde. Wie ich es finde, klingt das doof. Zeit abgelaufen. Naja. Oh, hier, Kameramann in der richtigen Position. Feuerwerk. Wie bei Asami immer der Zopf massiv arbeiten muss, weil sie so flink unterwegs ist. Nee, also ich bin da nicht so hier bei Sense. Ich mache da meine Späße hier in einem virtuellen Abenteuereinsatz draus. Aber wenn es jemandem wichtig ist, dass er, obwohl er anders wirkt, zum Beispiel eine Sie statt ein Er sein soll oder ist, dann ärgere ich die Person natürlich nicht. Denn warum sollte man jemanden dafür aufziehen, weil er so ist, wie er ist, oder weil er so denkt, weil er so lebt, wie er sich fühlt? Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Die ist nicht an. Die könnten hier rechts sein. Nee, sind sie nicht. Hallo Asami, bei dir wackelt was. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Oh, hallo. Waden hat keine Lust. Er wird aufgemacht, ich werde zugemacht. Es gibt vielleicht Stunk. Also wenn gerade eben jemand auf dem Dachboden war, dann wird jetzt auf jeden Fall auch jemand auf dem Dachboden sein. Noch 10 Sekunden. Ich habe sogar Grabschwau. Oh, nicht schlecht. Einsatz in 5. Sehr elegant gemacht. Gelangt zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Ich glaube, ich gehe mit Ash mit. Wollte jetzt eigentlich auf den Dachboden. Das heißt, wenn sie jetzt hier geduckt reingeht und ich stehend und oben hängt eine Mine. Ich scanne nach elektronischen Geräten. Oh, wieso musste denn der gerade jetzt da ankommen? Kackarsch, ey. Bei Osa ist es ja auch irgendwie in Anführungszeichen komisch. Osa war mal ein Er, jetzt ist sie eine Sie. Und ich sag zu ihr halt, sie. Entschärfer muss zurückgeholt werden.
Hey, hat jemand die Drohne übernommen? Ist jemand gesprungen? Hm, das war das störende Mann, oder? Ha, hallo, hier kommt jemand an, Achtung! Ich markiere es lieber mal, die kriegen es nicht mit. Ja, jetzt geht's wieder, sehr gut. Hä? War hier jemand? Ich passe jetzt auf. Mit der Klemme. Und die zweite? Sie hat auch noch eine zweite, wenn sie die nicht aufgestellt hat. Ich scanne nach Geräten und nur noch ein Gegner übrig. Wollen wir mal kurz gucken, ob die eigentlich noch eine zweite Klemme in der Hosentasche hat? Hab's nicht gesehen, aber das Bildchen links war kurz eingeblendet und damit habe ich es auf Aufnahme und kann später nachgucken. Hab ja richtig mitgespielt. Die Gegner unterstützt. Was auch komisch ist, hier bekommt man keine Anzeige, wie die Waffe streut. Das könnte man sich hier nicht angucken, warum auch immer. Was heißt, wie die streut, wie die verzieht? Wie der Rückstoß ist. Also die Scorpion von Ella haben sie auch mal massiv geändert. Das war noch recht früh, als sie gerade frisch erschienen ist. Da haben sie den Rückstoß massiv erhöht. Ich glaube, die haben dem dann nochmal etwas entgegengewirkt und etwas runtergesetzt, aber nicht massiv, nur etwas. Und dann gewöhnt man sich einfach mit der Zeit dran. Also Rückstoß ändern oder einen hohen Rückstoß finde ich jetzt nicht so das Problem. Klar, ein einfacher ist natürlich einfacher, aber so ein Rückstoß einfach mehr entgegenwirken, das ist einfach eine Frage der Gewohnheit, das hat man irgendwann dann drauf. Schlimmer ist es, wenn die Waffe einfach von sich aus streut. Erst Luke oben zu, dann bei der Küchentür da die Wände von der anderen Seite zumachen, weil wenn jemand da reinkommt in die Küche, dann sieht man den besser, wenn der Hintergrund hell ist. Na, habe ich ja schon so oft erwähnt. Warum ich teilweise von außen verstärke. Ist ja genauso beim Fasslager Freizeitpark, wenn wir bei den Drogen sind. Jetzt hat jemand schon mal zugemacht. Ich will sie verschrecken. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigt sie. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Oh, ich würde viel mehr Geschichte um Nighthaven und überhaupt allem erleben. Viel mehr Geschichte in Rainbow Six Siege. Das wäre so cool. Hab aber immer noch nicht Rainbow Six Extraction mehr angeguckt. Kommt aber noch. Warum hat es den einen wieder nur identifiziert und nicht markiert? Naja. Ich gehe in die Küche. Ich war hier.
Klebe die Mine fest. Oder das. Da ist jemand in die Matte gesprungen. Das erkenne ich doch mit meinen Öhrchen. Ich ziehe lieber etwas unter den Hals, denn wenn ich anfange zu schießen, hilft der Rückstoß ja mit, dann den Kopf zu treffen. Deswegen ziehe ich gerne mal etwas, in Anführungszeichen, zu niedrig. Was war das denn? Ganz schön grün, naja, die Null in grün. Habe ich gesehen, wo ich stehe, deswegen ändere ich mal leicht meine Position, nicht, dass er gleich einfach mal so durch die Pappe schießt und mich umbringt. Wie festgeklebt. Mine unterwegs. Ein Teamkollege da, der andere hier. Haben wir alles abgedeckt, sehr gut. Die Null und ein Fragezeichen. Jetzt geht jemand zur Luke. Ich bewege uns mal. Kaum noch Zeit, gleich springt jemand durch. Dann treffe ich hoffentlich. Sehr gut. Sekunden noch. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. Den Schärfen da drüben. Kite, was machst du? Ich lade Munition nach. Keine Zeit mehr. Das Zeitlimit ist erreicht. Bitte schön. Matten ins Treppenhaus. Ah, herrlich. Weil wir ja vorhin Mauspit-Größe hatten und hier, wie komme ich mit 150 Schuss da aus? Ich sehe gerade, die Fläche von meinem Mauspit ist in der Höhe, nur ein Hauch größer als die Maus selbst. Also hier, bei dem Weg, habe ich eigentlich gar nicht so viel Platz auf dem Papier, auf dem Mauspit. Links und rechts passt noch mal die gleiche Maus daneben, aber unten habe ich halt nicht viel Platz. Warum mache ich hier nicht komplett zu? Gute Frage, nächste Frage. Ich bin wohl ins Quatschen gekommen. Ich brauche aber auch nicht zwingend einen Riesenmaus, bei denn Wand gesichert. Die Sensitivität, die ist bei mir immer sehr niedrig eingestellt. DPI bei 1000. Und die Mausgeschwindigkeit bei Windows. War da gar nicht drin? Ja. Gelugt. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ist auch einer runtergefahren? Ihr wisst, was zu tun ist. Ist am Stößern vorbeigekommen. Schlingelding. Jetzt können sie kommen. Oh ja. Der Besuch kann kommen. Jetzt kommt vielleicht schon jemand das Treppenhaus hoch. Aufgepasst. Etwas windschief, aber wird schon.
Türchen zur Außentreppe ist schon offen. Setze Schild ein. Nicht, dass jetzt jemand vom Treppenhaus links kommt und mich umbringt, aber das sind zwei Gegner. Zwei Teamkollegen, die die Gegner abgreifen können. Oh Mann, der bringt mich ja sofort um, der ist doch doof. Der pfeift in der Matte. Das ist ja der Entschärfer. Ich kann nicht markieren, Kacke. Da bitte mal jemand hin. Das Gerät ist aktiviert. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schützt. Spinnweben. Ach, ich kann eh nicht pinnen. Verletzt. Letzter verbleibender Gegner. Da ist gar niemand. Da hinten ist jemand. Na, jetzt habe ich die Spinnwebe markiert, oder? Scheiße. Nee, Spinnwebe ist näher dran. Das waren 5 Meter, das war feuchter Balken. Sich Witchel unsichtbar gemacht, oder? Das Geräusch gerade eben. Den schafft doch gleich. Bei B. Droni Dorn. Nur noch 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden übrig. Jetzt wurde gerade ein Entschärfer. Das schafft er nicht mehr. Doch, setzt gerade an bei A, bei B. Mission gefährdet. Bombenentschärfungsgerät wurde. Könnte gerade noch entschärfen, wurde dabei. Oder kurz. Nach dem Aktivieren. Gemessert. Bombenentschärfer wurde deaktiviert. Mission des eigenen Trupps erfolgreich. Ich glaube, Ubisoft sieht das als optimale Lösung an, dieses Körperverschwinden nach ein paar Sekunden. Ich finde das nicht gut. Ich fand das, habe ich ja schon direkt, als diese Änderung reinkam, gesagt. Ich fand es besser, als man die Operatoren einfach hat rumliegen sehen. Warum sollten die einfach nur verschwinden? Das ist doch Quatsch. Und ich denke, Ubisoft wird das auch nicht mehr ändern. So wie es jetzt ist, wird es, denke ich, bleiben. Wäre schade. Genauso wie sie das mit dem schwarzen Spiegel und dem bösen Auge mit dem Zerschlagen nicht mehr ändern werden, denke ich. Es gehört aber geändert. Wir müssen eine Bombe auf. Oh, Pfütze, werden wir nass. Okay, sprengt. So schnell, es ging ja fix. Aua! Warum flitzen die raus? Hallo? Gleich zerschellen sie, weil sie außerhalb der Karte sind. Eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Ach, ihr seid doof. Mit den wenigsten Punkten darf keine weiteren Einsatz Punkte machen. Zumindest nicht viele. Er kann ja noch identifizieren und Punkte bekommen. Rück zur Bombe vor. Scheiße, ich habe irgendwo hingedrückt und habe dann nicht geändert. Sind wir bei Spitfire, ja. Oh, hier ist nicht gut. Da ist ein UMP, Heinz. Der letzte ist entweder Kaschle oder Herzschlagmann. Jetzt habe ich die
Drohne gesprengt. Scheiße. Oh Mann. Das war schon massiv doof. Packt wieder jemand hier in der Ecke mit Mira-Schild? Nein. Mit Mira-Schild. Mira-Spiegel. Schwestern der Öl könnte noch zustande kommen. Schaffer muss zurückgeholt werden. Lademagazin! Ich geh jetzt mal zum Hauptschaftszimmer gucken. Blende eingesetzt! Was macht der denn da drin? Typ nervt. Das war der UMP Heinz. Entschärfer wurde erneut gesichert. Wird wohl nix. Da ist der Gegner. Ich habe wieder Y gedrückt, dabei kann ich das als Mitfahrer gar nicht machen. Also drücken kann ich schon, aber es passiert nichts. Oh Mann, aber immerhin noch gepinkt. Ob es was bringt? Sieht der Teamkollege vielleicht nichts, weil der Ping drüber klebt. Ich wollte gerade sagen, entschärft doch da. Einer vom eigenen Team Kollege verbleiben. Passt auf, aber nö. Der hat Slung. Ah, ist verletzt. Der hat Schlag. Mann, ist ganz schön offensiv. 10 Sekunden durch. Oh Mann. Eigener Druck getötet. Jetzt sind wir richtig. Jetzt kann er sich nicht mehr aus dem Spiel fürs mehr Punkte sammeln nehmen, weil er ein Dreieck hat. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Noch lebt alles drin. Ich glaube, diesen Keller. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Und Bombe, wo wären die denn da genau? 10 Sekunden. Komm gerade nicht drauf klar, wo die da sein könnten. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Oh, jetzt geht's doch wieder los. UMP bringt Bombe Mina um. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Oh Mann. Wie lange das aber gedauert hat. Nur noch ein Gegner übrig. Ach Leute, ihr Kacknasen. Die hat bloß das Gerät ausgepackt. Wie sie da reinflutscht. Und genau in diesem Moment ist sie fast unverwundbar. Das ist doof. Jetzt stirbt Nomad. Oder wie? Ich will hier nach rechts. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Was für ein blödes Gegnerteam am Ende. Naja, kann man nichts machen. Man kann bloß hoffen, dass die einen richtig beschissenen Ruf bekommen und nie wieder mit oder gegen uns spielen. Ja, das kann man hoffen. Und man kann auf eine Tüte hoffen und einen Kopfhörer aufdrehen. Oh Mann. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.